Ja, und herzlich willkommen zu Christoph Schleicher Drums. Ich würde sagen, dieses Fill war relativ langweilig. Also wenn du solche Fills spielst, dann kannst du deine Bandkollegen wahrscheinlich weder inspirieren noch irgendwie beeindrucken. Die lachen dich ja total aus. Also, um ein interessanteres Fill zu spielen, wäre es doch eine Idee, mal auf die 4 aufzuhören. Also nicht komplett durchzuspielen, so wie man immer es kennt, bada 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 ba, sondern die 4 auf der 4 aufhören und dann ein spannendes Fill-Ending so kreieren. Ich mache nochmal das gleiche, einfach dann auf der 4 Stopp. Ja, so klingt das Ganze natürlich schon viel spannender. Man weiß, was man tut. Man hört sich so an, als ob man weiß, was man tut. Und es ist ein eindeutiger Übergang und ein klares Signal für den Zuhörer. Jetzt kommt der nächste Part. Ja, ich spiele euch das jetzt nochmal etwas langsamer vor. Jetzt bauen wir das Ganze mal Triplets ein, also Triolen.